Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute Breaking News, offensichtlich der nächste Angriff der Ukrainer auf ein russisches Atomkraftwerk. Wenn Sie das interessiert, ganz schnell, das berichtet die Hindustan Times. Sowas erfahren Sie nicht in Europa. Europa will Weltkrieg, beziehungsweise Zelensky will Weltkrieg. Warum? Das ist die einzige Möglichkeit, dass es mit dem Krieg weitergeht, weil offensichtlich ist ja die Gegenoffensive gescheitert. Sagt natürlich die Presse nicht, aber na gut, durchbrechen sie mal die erste Linie und dann werden sie wieder zurückgeworfen. Wir haben mehrere Linien. Ja, also, und die einzige Möglichkeit von Zelensky ist es, einen Weltkrieg anzufachen und einen Atomkrieg. Dann kann er seine, weil er muss die Schulden zurückbezahlen. Ganz kurz, okay, jetzt machen wir das mal schnell. Hier, da ist die Hindustan Times. Da gehen wir mal. Achtung. Ladus, das ist Kursk. Offensichtlich. Darüber berichtet die Hindustan Times. Natürlich gefängt. Ja. Gut, die machen jetzt Drohnenattacken und die beschießen jetzt russische Atomkraftwerke. Saporizhia wollten sie ja auch beschießen. Jetzt geht es auf Kursk los. Intensivieren die Drohnenattacken, diese Rakete ist noch so ziemlich ganz und so weiter und so fort. Da steht's. Ukrainian launched a drone strike near a major nuclear pound in western Russia. Das bedeutet, gut, das ist Kursk offensichtlich. Gucken wir mal nach, das ist Kernkraftwerk Kursk, finden wir da auf. Dafür ist Wikipedia gut. Da unten ist das. Da unten ist die ukrainische Grenze und hier ist die Luftlinie nach Moskau. Das bedeutet, wenn Deutschland jetzt diese sehr guten Taurus-Dinger liefert, was die sicher tun werden, oder die F-16 geliefert werden, und dann einen Treffer auf so ein Atomkraftwerk gibt, gibt es da eine Verstrahlung, genauso wie damals in Tschernobyl. Und dann haben wir auf der Welt einen Atomkrieg, weil sich das Russland gesichert nicht bieten lassen wird. Die haben ihre Kinjal, die werden zurückschlagen, beispielsweise wegen F-16, auf ein belgisches AKW oder ein holländisches AKW und werden da alles und werden da auch radioaktiven Fallout auslösen und werden alles lahmlegen. Das war es eigentlich schon. Die Ukrainer, und dass die Ukrainer, das dürfen Sie gucken, Ukraine hat im Jahr vor dem Krieg hat der Melnik, der ukrainische Außenminister, der durch Nazi-Parolen aufgefallen ist, hat im Jahr, ein Jahr vor auf dem Bundestag gesagt, entweder ihr lasst uns in die NATO oder wir beschaffen uns unsere Atomwaffen selbst. Als der Krieg am selben Tag da in der Zeit hat das Zelensky vor irgendeinem Gremium gesagt und Zelensky hat Oktober 22 oder was, hat einen atomaren Präventivschlag gegen Moskau von der NATO verlangt. Also für die Ukraine ist ein Atomkrieg ein probates Mittel. Russland sagt, sie wollen entnazifizieren die Ukraine, aber das ist natürlich alles gelogen. Das sind ganz liebe Leute, die unbedingt einen Atomschlag gegen Russland haben wollen. Und wir liefern den Panzer, wir erklären Russland den Krieg, Frau oder Baerbock, feministische Außenpolitik nennt sich das, Baerbock sagt auch, wir müssen Russland vernichten, das hatten wir auch schon mal und nun liefern wir auch noch Taurus-Waffen demnächst gesichert, dass in Russland ein Atomkraftwerk hochgeht und dass wir dann einen Weltkrieg haben. In diesem Sinne, sehr intelligente Leute, unsere Politiker, in diesem Sinne, euer Ingenieurskanal. Danke fürs Zuhören.